Komm, Markus, stell uns Soll das doch vor. Du vorlesen. Darfst gerne in die Hi, Thomas. Bäsche springen. Ich bin 20 Jahre alt und aktuell Student. Das ist doch nicht, das stimmt doch nicht. 20 Jahre und 88.000 im Depot. Durch ein paar Zufälle, Arbeiten und viel Sparen, habe ich mir eine stattliche Summe erspart. Das klingt aber sehr zufällig. Durch Corona habe ich mich vor ziemlich genau einem Jahr entschieden, einen Großteil meines Geldes zu investieren, habe mich, da ich keine Ahnung von Aktien hatte, von der Bank KSK beraten lassen, anschließend investiert. Erst kurz später habe ich mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt und durch deinen Kanal einiges gelernt. Daher stelle ich mir nun die Frage, ob ich meine Fonds Stück für Stück umschichten sollte in ETFs oder noch ein paar Jahre arbeiten lassen sollte. Zusätzlich zu Fonds und Einzelaktien habe ich noch ca. 1250 Euro in Kryptowährungen als kleines Experiment. Vielleicht geht das ja auch to the moon und wird dann 88.000 Euro wert. Die beiden Aktien Eterna und Clean sind ebenfalls Experimente für die Zukunft. Shanghai Fosun habe ich im Portfolio, da die sie mit BioNTech an einem besseren Corona-Impfstoff für Asien arbeiten. Interessant, muss ich mir vielleicht auf die Watch ja. TUI konnte ich erstmal Bezugsrechte nutzen, um dafür, um für unter 2 Euro zu kaufen. Aktuell benutze ich die XS-Broker-App. Aufgrund von Bequemlichkeit kann ich dir empfehlen, wohin du umziehen sollst. Ich werde bald aber wahrscheinlich wechseln. Gehen wir doch zum Depot. Naja, aus den 88.000 wurden erfreulicherweise übrigens jetzt 90.000. Und er hat einen internen Zinsfuß von 6,16% ja, noch. Wobei der mäßig also aussagekräftig ist, weil er ja seit Mai 20 erst investiert. Ja. Da ist halt das ganze Gewicht des Portfolios und vorher hat er halt ein bisschen Peanuts gehabt, also 800, 900 Euro im Portfolio gehabt und auf einmal, bam, kam Erbschaft oder sonst was, ja. Line sagte, zwei Flaschenfang nach der WG-Party, das ist natürlich schon plausibel. Ja. Genau. Da kommen schnell mal 88.000 zusammen. Ja. Okay, alles klar. Kursgewinn 11.000 Euro drauf, das ist schon sehr solide. Das sind insgesamt 14% vom Portfolio. So, was gibt es sonst noch sich anzuschauen? Erstmal nichts, sondern hier das Portfolio, wie es aufgebaut ist. 41% hat er in DK Global Aktien Low Risk. Hat er sich von der Bank beraten lassen oder hat er das als Fonds geerbt? Okay, ja. Ich glaube, er hat sich beraten lassen, ja. So, sonst hätte ich gesagt, es ist halt ein typischer Erbschaftsfall, wo du halt von Omi die Oldschool-Fonds vererbt bekommst. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ein moderner Bankberater hat ihm die Oldschool-Fonds verkauft. Genau. Also wir haben hier Global Aktien Low Risk. Müssen wir mal gucken, was das heißt. Das ist ja wahrscheinlich so ein Portfolio-Konzept, wo du also Aktien und Anleihen drin hast. Aber das gucken wir uns gleich im Detail an. DK Basic Strategy Flexibel. Weiß ich auch nicht, was dahinter steckt. DK Nachhaltig Rente. So, das ist schon mal der Großteil des Portfolios. Also 41% plus 25 plus 14. Also das ist viel. Typisches 80-20 Portfolio. 80-20 Cost hätte Leid Bankberater Provisionsmaximierungsportfolio. Sagen böse Zungen. Okay, cool. Also schauen wir uns mal an, was da drin Lass steckt. Die mal dem alle Low Risk. Drei nebeneinander öffnen. Ich will nämlich mal die Top 10 Positionen von diesen dreien vergleichen, um zu gucken, wie die sich so überschneiden. Also, das hier ist der Global Low Risk. Das ist der Flexible. Der Flexible. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein aktiver Fonds ist oder so. Warte mal, kann man auf der DK vergleichen? Den kannst du ja wahrscheinlich nicht, ne? Das macht der Bankberater für dich bei der DK, bei der Sparkasse. Musst du doch nicht das selbst machen. Die Zyniker Brille auf. So, also dieser Fonds hier, schauen wir uns den mal an. Also der wird geratet B, was schon mal ziemlich schlecht ist. Aber auch nur 3 Sterne von Morningstar ist nicht so top. Jeder zweite Fonds hat ein 5 Sterne Rating bei wir Morningstar. Wir müssten eigentlich mal so einen Finanzfluss-Score erfinden, oder? Ah ja, ist eine gute Idee. Ja, schreib schon mal auf. Sollten wir mal machen. Chat, einzelne Chat, wollt ihr mal einen Finanzfluss-Score für alle Fonds. Fonds und Produkte, ETFs, was auch immer. Okay, gut, also schauen wir uns an. Was interessiert uns? Was uns interessiert, ist ja, was in diesem Ding drin ist. Ah, okay, hier starten wir schon mal. Also Ausgabeaufschlag 3,75. Das ist natürlich juicy, was du bei S-Broker auch bezahlst. Da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig. Laufende Kosten 1,47% laufende Kosten. Das ist natürlich circa 10 Mal höher als ein ETF. Achso, rechnest du gerade aus, wie viel er bezahlt hat an Gebühren? Ja, ich will mal wissen, was die an ihm verdienen. 543 Euro zahlt er jedes Jahr an das für diesen einen Fonds. Für diesen einen Fonds nur, ne? Genau. Also, Fondsvermögen ist aber gigantisch. Also, 5,5 Milliarden sind da drin. Das bedeutet, das ist die Vertriebskraft der Sparkassen. Gesundheitssektor 22,7%, aber die Asset Allocation, also ist das alles Aktien oder was? Topwerte, ah, okay. Aber warte mal, was mich interessiert noch, ist das alles Aktien? Ja, weil das Ding heißt ja Low Risk. Achso, doch, hier steht globale, also Aktien global, ja. Und da hat sich irgendein
Fondsmanager überlegt, welche Aktien wenig Risiko haben. Ja gut, ich meine, also Microsoft sehe ich so. Ja, das ist ja ein Blue Chip. Also das ist eine Aktie, die relativ safe ist mit safe Cashflows, wo keine gigantischen Wachstumsfantasien sind. Dann sind da so Pharma-Dickschiffe, die eigentlich auch ziemlich solide sind. Ne? Johnson & Johnson, Sanofi, Roche. Okay, drei der Werte, Pharma-Werte ist halt schon, auf jeden Fall ein starkes Gewicht in dem Bereich. Dann General Mill, Konsumgüter, Amgen. Ich glaube, das ist ein Generika-Hersteller, einer der größten Generika-Hersteller. Könnte für American Generics stehen, aber müssen wir gucken. Texas Instruments, interessant. Das einzige IT-Unternehmen, nach Microsoft, zweites IT-Unternehmen und Verizon Communication. Wie viel machen die aus? Du hast es schon gerechnet. Hab ich schon gesehen. Die Top 10 haben eine Gewichtung von 10,4%. Das ist gar nicht so schrecklich viel. Ich gucke gerade mal MSCI World. Nee, das kann nicht ganz sein. Factsheet. Wir müssen noch mal kurz nachher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, es sind nur 8. Also die Top-Werte sind Top-8-Werte. 13. Wären 13%. Ja. So, und im MSCI World sind es 18,62. Die Top 10? Ja. Das heißt, was man dem zugutehalten muss, ist, dass dieser Fonds schon mal weniger kopfgewichtet ist als ein MSCI World. Ja, wie viele Positionen sind es insgesamt? Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich denke, das ist schon ziemlich diversifiziert, weil wenn deine Top-Position, 1,7% für deine Top-Position, das ist relativ wenig. Also man kann hier wirklich schon von einem relativen Low-Risk sprechen. Man müsste sich nur die Länderverteilung angucken. Gut, das 60% ist nahe dem MSCI World, dann Kanada, Japan, Vereinigtes Königreich. Das heißt, er kommt eigentlich so einem MSCI World schon relativ klar nah ran. Was mal interessant wäre, wäre die Benchmark oder der Index, an dem sie sich messen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzindexes, eines Referenzwertes, also Index, verzichtet, darf da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist. Läuft er besser als der Index, ja oder nein? Wir sind vergleichbar mit einem Index. Wir wissen es nicht. Was hat er denn? Kann man die Performance irgendwo sehen? In 5 Jahren hat er gemacht 53%. Ja, guck mal, das ist ein bisschen tricky. Ne? Normalerweise müsste das hier nämlich die Nulllinie sein. 53% in 5 Jahren. Ja. So, 100. Ich muss 2. 153. So, also eine Pro-Jahres-Rendite von, immerhin 8,87%. Das hat er ist gemacht. Ganz okay. Ja, was aber hatte waren der MSCI World in der Zeit? Waren noch gute Jahre. Ja. 9,37. Ja. Annualisierte Rendite. Wobei 9. das jetzt den Crash mit einschließt und hier ist er nicht mit drin. Weil das ging ja nur bis 2021. Ist das so? Oder? Nee, das ist du drin. Hast ja, bis 2022. Okay, genau. Passt. Okay. Also er ist ein bisschen schlechter gelaufen als ein MSCI World. Kann man auch nachvollziehen, weil beim MSCI World hast du ja Tech-Werte mit da drin, die jetzt bewusst da nicht mit drin sind. Also ist ja kein Apple, Meta und so weiter. Also ja, schon nachvollziehbar. Okay, also wir haben hier einen Aktien-ETF. Low Risk. Also ich persönlich hätte gedacht, dass Low Risk so viel bedeutet wie, dass es quasi gemischt ist, also so eine Strategie. Ich habe aber ehrlich gesagt hier das so 50-50, Aktiending überlesen. Wir können es ja einfach mal, was wir eigentlich machen wollen, ist ja mit Aktienwelt vergleichen, also mit einem Welt-ETF. Okay, also mit diesem Vergleichsindex FWW Sektordurchschnitt Aktienfonds All Caps Welt ist er sogar schlechter gelaufen. Also es ist sehr wahrscheinlich ein Proxy für den MSCI World. Dann gucken wir uns den hier an. Also das hier ist ein Strategiefonds. Also wie gesagt, der erste ist schon super teuer, der zweite liegt sehr wahrscheinlich genau in derselben Größenordnung. Nur, dass der hier sehr wahrscheinlich kein vollständiger Aktienfonds ist, sondern hier, das ist so Basic-Strategie. Das ist also sehr wahrscheinlich ein Mix aus Anleihen und Aktien. Ja, die Risikobereitschaft bei dem anderen war, glaube ich, da in dieser Skala mittig. Ja, das heißt, der ist ein bisschen defensiver. Kosten sind genau dieselben. Weniger starkes Gewicht auf die Vereinigten Staaten. Top-Werte. Sind Anleihen drin. Ja, gut. Also das ist eigentlich, sieht mir fast nach einem ausschließlichen Anleihe-ETF aus, oder? Ja. Also was ich hier ehrlich gesagt schon ziemlich bescheiden finde bei diesen DK-Fonds, ist die Transparenz. Oder? Ja, gut. Also das ist eigentlich bei allen Fonds. Aber ja, das macht ja auch der Bankberater für dich. Brauchst dich ja gar nicht kümmern. Assets gemischt, ja toll. Also 78% gemischte Assets. Oh, aber 21% Kasse, das ist natürlich schon sehr viel, ne? Also 21% Kassenbestand ist schon krass. Okay, also das ist ein Fonds, der sehr wahrscheinlich hier im Portfolio auch nicht sonderlich viel zur Rendite beigesteuert hat. Oh doch, immerhin. 11% ist der hoch. Aber der andere ist 33% hoch, genau. Und jetzt haben wir hier noch den DK Nachhaltig und nachhaltige Renten. Also das ist ein Anleihefonds. Gut, der hat natürlich jetzt gelitten, ne? Mit den steigenden Zinsen sind die Kurse gefallen. Der ist ein bisschen billiger. Der ist günstiger, ja. Gut, die Anleihen performen auch weniger. 4 Milliarden sind da drin auch. Krass.
Restlaufzeit. Okay, gut. Das sind die Restlaufzeiten der Anleihen. Also der Großteil läuft noch bis zu 2 Jahren, also weniger als 2 Jahre, kann man sagen. Dann 2 bis 4 Jahre, 5 bis 6, 5 bis 4 und so weiter. Also der hat halt eher einen Schwerpunkt auf, wenn du jetzt einen Durchschnitt ziehen würdest, hätte ich gesagt, so ja, um die 5 Jahre. Da würde mich mal die Länderallokation interessieren. Oh, Moment, das sind Unternehmensanleihen, ja. Interessant, also ein Unternehmensanleihenfonds. Ja, was kann man dazu sagen? Also sind Unternehmensanleihen, also ein starkes Gewicht auf Unternehmensanleihen. Wenn wir jetzt hier mal in die Analyse gehen, würde mich das jetzt mal interessieren, ob er die Asset Allocation gut erkennen kann. Oh nein, leider nicht. Leider wird nicht aufgeteilt, was es für Fonds sind, also ob es Aktienfonds sind. Also siehst du ja nur, der Großteil ist in Fonds investiert, ein paar Aktien gibt's und in einen ETF wurde investiert. Okay, gut, also wir haben das Portfolio, zumindest den Großteil, die 80% haben wir analysiert. Ihr wisst ja, wir gehen jetzt hier nicht weiter rein. Hier übrigens dieses West Invest Interselect ist, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, ein Immobilienfonds. Immobilienfonds Europa, genau. Es ist ein Immobilienfonds, ein offener Immobilienfonds, der in Europa investiert. Da haben wir im letzten Stream sehr ausführlich schon drüber gesprochen. Genau, die einzelnen Aktien würde ich mir jetzt nicht angucken. Markus, was würdest du sagen? Was soll dieser Student mit seinem Portfolio machen? Also ich würde sagen, er sollte erstmal sich die laufenden Kosten von seinen Fonds angucken und sich überlegen, ob er nicht in Fonds investieren will, die etwas geringere laufende Kosten haben. Die laufenden Kosten sind natürlich nicht alles, sondern die Performance ist auch interessant. Also viel besser als die Kosten ist eigentlich die Tracking Difference. Das sind die echten Kosten und meistens ist es ja so, dass die ETFs ihren Index sogar ein kleines bisschen schlagen und damit die laufenden Kosten natürlich wettmachen. Mhm. Da hast du ja kein Benchmark, ja, es gibt ja keine Tracking Difference bei den Fonds. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand ehrlich gesagt, dieser Deka globale Aktien Low Risk, der hat mich schon so ein bisschen beeindruckt, aber er ist einfach schon ganz schön teuer. Mhm. Das kann man anders schon auch selbst machen. Mhm. Aber ja, es ist am Ende Geschmackssache. Wenn er damit zufrieden ist und potenziell 83%, sagtest du, 80% von seinen 88% und davon ungefähr 1,8 von 88.000. Ja, und wenn davon wiederum rund 1,5% an Verwaltungskosten an Deka zahlt, wenn es ihm das wert ist, dann kann er das natürlich so beibehalten. Die Aktien, also ich bin ja ein großer Fan des Lufthansa-Unternehmens, weil ich einfach so aus der Kindheit noch so ein Flugfan bin. Du bist biased. Und habe mir deswegen mal eine Lufthansa-Aktie gekauft, eine meiner schlechtesten Aktien, aber rein aus Liebhaberei und nicht, weil es irgendwas mit Vernunft zu tun hat. Deswegen ja sehr sympathisch. Aber ich hätte es anders investiert. Ich hätte es in ETFs investiert. Das Schöne an ETFs ist halt, dass man auch seine Asset Allocation selbst bestimmen kann. Ne? Also der Low Risk, das sind 100% Aktien. Flexibel und Renten kannst du es halt nicht selbst bestimmen. Wo rein? Mit Asset Allocation sprichst du eigentlich einen ziemlich validen Punkt an. Also ich finde, man muss hier mal einen ganz großen Schritt zurückgehen und sich nochmal Gedanken über die Asset Allocation machen, weil es ein bisschen durchmischt ist und ich weiß nicht, ob die Person sich bewusst ist, was hier für Assets miteinander gemischt wurden. Also in der Bank wird man dir erzählen, ja, du musst ganz viele verschiedene Assetklassen nutzen und so weiter. Und deswegen musst du hier Aktien holen, also der Großteil ist ja in Aktien, 41%. Dann noch 25%, wenn ich mich nicht irre, waren das Anleihen, überwiegend Anleihen gewesen mit einem hohen Cashbestand. Dann nochmal weitere Anleihen, diese 14% hier, was Unternehmensanleihen sind, also nicht risikoarm. Also es ist nicht der risikoarme Teil des Portfolios. Und hier nochmal 7,3% Immobilien. Da würde ich mir nochmal bewusst machen, will ich diese Asset Allocation haben oder möchte ich vielleicht, da ich eine junge Person bin und gerade studiere, also der 20-Jährige, einen höheren Aktienanteil haben. Und vermutlich, da du ja in einzelne Aktien investierst, könnte ich mir vorstellen, dass dich das interessiert, ein höherer Aktienanteil. Von daher würde ich wirklich überlegen, ob ich diese Deka-Fonds nicht verkaufen will und mir eine eigene Portfoliostruktur aufbauen will. Dieser Low Risk ist im Endeffekt nichts anderes als Value-Unternehmen. Ne? Also die Aktien, die dort genannt wurden, sind eigentlich alles überwiegend Value-Unternehmen, sprich mit einem geringen KGV, tendenziell mit einem geringen KGV, tendenziell mit einer hohen Dividendenausschüttung und so weiter. Von daher wäre dann das Vergleichbarste mit einem Aktien-Low-Risk, also das, was die ja nicht angeben wollten als Vergleichsindex, wäre meiner Meinung nach ein MSCI World Value. Der hat nämlich ungefähr dasselbe Amerika-Gewicht und wird es ja wahrscheinlich auch von den Top-10-Werten, Max, du hast gerade rausgesucht, ähnlich aufgestellt sein. Okay, United Health ist mit drin, aber die Position 2 ist zum Beispiel identisch, Johnson & Johnson, und hast auch 4, in den Top 10 hast du auch 4 Healthcare-Unternehmen, also Healthcare, ja.
es kann ja sehr schnell, wenn es jetzt nicht Biotechnologie oder sowas ist, Value-Aktien sein. Ja, also der Unterschied ist, der US-Anteil ist nochmal 10% höher im MSCI World Value. Mhm. Genau, man hat Financials als größte Branche und dann Healthcare. Financials sind üblicherweise Versicherungen, ne? Banken und Versicherungen wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Okay, genau, also das würde ich mit dem Portfolio machen. Ich komme nochmal auf die Fragen zurückzusprechen. Was gab es denn für Fragen? Gut, ich meine, über das Kryptobereich brauchen wir nicht sprechen. Das ist ja ein verhältnismäßig kleiner Teil, was auf jeden Fall lobenswert ist, dass so ein kleiner Teil in eine Kryptowährung investiert ist. Also dein Löwenanteil sind wirklich diese DK-Fonds. Da würde ich mir kostenmäßig Gedanken drüber machen, denn jedes Mal, wenn du die kaufst, zahlst du auch den Ausgabeaufschlag. Da sind erstmal 3,75% weg, glaube ich. Also da würde ich mir sehr stark überlegen, ob du das Ganze nicht selbst abbilden kannst mithilfe von ETFs. Ich glaube nicht, dass du krass besser oder krass schlechter läufst, wenn du einfach einen Value, einen weltweiten Value-ETF holst. Hier über die Staatsanleihen würde ich mir Gedanken machen, aber auch hier gibt es ETFs, also die in Unternehmensanleihen, also Corporate Bonds investieren. Und über den Immobilienteil, da würde ich dir vorschlagen, nochmal das Video zu gucken, was ich zuletzt gemacht habe. Ich bin überhaupt kein Fan von offenen Immobilienfonds. Ja, ansonsten würde ich auf Immobilienaktien-ETFs setzen. Das ist soweit mein Senf. Hast du noch abschließende Worte hierzu? Ja, die Frage ist, wie verkauft man die? Ich glaube, es macht Sinn, das Portfolio erstmal umzuziehen, weg vom S-Broker irgendwo hin, wo man günstiger verkaufen kann. Depotübertrag. Genau. Kostenlos. Und in jedem Fall würde ich die Fonds über die Börse verkaufen und nicht zurückgeben an den Fondsanbieter, weil richtig, sonst ja zahlt man so eine, wie heißt das, Rücknahmegebühr oder, ja, oder wie das heißt. Ja. Das war soweit auch schon der Portfolio-Check. Und wenn du möchtest, dass wir uns auch dein Portfolio anschauen, dann guck mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einen Link, wo du uns dein Portfolio zukommen lassen kannst. Ansonsten solltest du auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du nämlich informiert, sobald wir das nächste Mal live sind.